Ja, hallo zu einem neuen Screencast. Auch dieses Mal wollen wir wieder etwas mit Inkscape zeichnen. Was wir zeichnen wollen, kann man wie immer bereits im Hintergrund sehen, und zwar dieses Schloss hier. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, findet natürlich wie immer bei mir im Blog einen entsprechenden Beitrag, und zwar unter der folgenden Adresse. Und dann lösche ich mir das mal schnell und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar fangen wir an, indem wir uns eine Bezirkurve bzw. gerade Linie zeichnen. Und das Ganze sieht ungefähr so aus. Habe ich einen Knoten zu viel? Macht nichts, den lösche ich. Zwei Knoten sogar. Falls die Knoten hier nicht ganz waagerecht sind, kann man das später noch anpassen. Wer möchte, kann sich natürlich dementsprechend Hilfslinien setzen. Es sollte nur ungefähr symmetrisch sein. So, wenn wir das so haben, selektieren wir uns hier oben die vier Knoten und runden die ab. Selektieren diesen Knoten und machen die Anfasser gerade. Dann gehen wir auf die Objektfarbeinstellung und verbreitern die Konturlinie. Ich versuche mal hier 30, das kommt ein bisschen darauf an. Ne, das wird nichts. Machen wir 60, ja, schon eher. Und dann runden wir hier die Verbindungsart ab und die Linienenden ab. Ich sehe mal hier, ich habe hier noch nicht ganz gerade. So. Dann wandeln wir das Ganze in einen Pfad um, Kontur in Pfad umwandeln. Nehmen hier unten alle Knoten und verlängern das dementsprechend, indem wir einfach die Cursor-Taste drücken. Damit hätten wir die Grundform unseres Bügels fast schon fertig. Wir brauchen hier noch so eine kleine Einkerbung und dafür zeichnen wir uns einfach hier so ein Dreieck, selektieren unseren Bügel und gehen über Pfad, Differenz und schneiden das so aus. Das Ganze duplizieren wir uns mal. Ups. Und legen unser Original so ein bisschen beiseite. Dann geben wir dem Ganzen eine Füllung, und zwar aus einem 20%igen Grau, sag ich mal. Und das wird ein linearer Farbverlauf mit einem weiteren, Auch hier wollten wir 20%iges Grau und hier nehmen wir mal ein etwas helleres 5%iges Grau und dann setzen wir uns das eine hier hin und das andere hoch und dann verschieben wir das so ein bisschen schräg vielleicht. Yep. So ungefähr. Davon machen wir uns wieder ein Duplikat. Und hier setzen wir eine Konturlinie, die ist natürlich zu stark, das macht nichts, nehmen wir mal 4, ne, 4 ist zu wenig, 6, ne, 6 ist auch zu wenig, 8, ne, 10. 10, die Füllung nehmen wir und dann geben wir dem Ganzen eine Unschärfe. Machen uns von unserem originalen Duplikat und selektieren beide, bringen die mit dem Werkzeug Objekte ausrichten und Abstände ausgleichen genau deckungsgleich. Dann wähle ich hier die Farbe Weiß, selektiere beide und sage Objekt Maskierung setzen. Damit das Ganze jetzt zu dunkel ist,
Drücke ich mal die Shift-Taste für Randfarbe ändern und setze mal auf ein 50%iges Grau. Dann machen wir uns wieder ein Duplikat von unserem Original. Gehen auf Pfad, dynamischer Versatz. Und ups, das war zu viel. Ja. Und bringt das in etwa. Nee, müssen wir noch ein bisschen kleiner machen. Ja, so. Dem geben wir eine weiße Füllung. Und auch dem geben wir eine Unschärfe. So, ich sehe jetzt mal, dass hier alles noch nicht deckungsgleich ist. Aber das ist alles kein Problem. So, jetzt ist es deckungsgleich. Damit haben wir fast schon unseren Bügel fertig. Ich nehme mir jetzt nochmal das Schwarze und hierauf wende ich einfach einen Filter an. Und zwar Filter übersteigerte Schattierung Chrom HR. Und dann bekommen wir hier so ein Objekt. Das müssen wir mal ganz hochsetzen. So. Das ist allerdings mit Schwarz noch zu dunkel. 40%ig, 30%iges Grau, ja. So, das wäre unser Bügel. Den gruppieren wir uns und legen den, ne, brauchen wir nicht beiseite legen, können wir eigentlich so machen. So, dann zeichnen wir uns ein Rechteck, die Konturlinie entfernen wir. Dann gucken wir mal, ob das so von der Größe passt. Das passt mir nicht. Darf also schmaler sein. Ja, dem runden wir die Ecken ein bisschen ab. Ja, so. Und dem Ganzen geben wir eine Füllung. Und zwar betonen wir uns dann mal hier in diesen Gelbfarben. Und zwar nehmen wir dieses Gelb. Und dann geben wir dem Ganzen eine radiale Farbverlaufsfüllung. Das kehren wir um, indem wir Shift R drücken. Und dann nehmen wir ja dieses und wählen wir hier nicht das, sondern das, ja. Und dann setzen wir uns das hier hoch und ziehen das hier ein bisschen weg. Und hier auch. Dann machen wir uns von dem Ganzen ein Duplikat. Auch dem geben wir jetzt eine Konturlinie. Die Füllung können wir nehmen. Die Konturlinie muss auch ein bisschen breiter sein. Sagen wir mal 8. Nee, 8 reicht noch nicht. 16. 16. Machen wir 16. So, dann geben wir auch dem eine Unschärfe. Machen hiervon noch ein Duplikat und selektieren beide und bringen die mit dem Werkzeug Objekte ausrichten und Abstände ausrichten deckungsgleich. Geben dem obersten hier die Füllung weiß, selektieren wieder beide und sagen hier wieder Objekt, Maskierung setzen. Dann können wir das hier drauf bringen, können auch hier das Objekte ausrichten Werkzeug benutzen und dann geben wir dem Ganzen wieder eine Füllung und zwar für die Konturlinie, also Shift mitdrücken. Ja, so.
Dann selektieren wir uns die Mitte wieder, machen hiervon wieder ein Duplikat, gehen auf Pfad, dynamischer Versatz und versetzen das ganze Stück. So. Dem Ganzen geben wir jetzt eine Füllung, und zwar einen linearen Farbverlauf, und auch der bekommt hier einen weiteren Knotenpunkt. Ups. So, und diesmal wählen wir hier die Farbe, dieses Gelb und dieses Gelb, und für die Mitte wählen wir ein helleres Gelb. So, wenn wir wollen, können wir das jetzt hier noch ein bisschen versetzen. So. Jetzt malen wir die Oberfläche für das gebürstete Metall. Dazu gehe ich einfach ein bisschen raus zu. Wähle mir das Werkzeug Kalligraphielinien ziehen und zeichne hier halt. Ich nehme mal hier die Kontur entfernen und dann muss ich wohl ein bisschen dicker zeichnen. Breite machen wir 9, ja. Zeichnen wir uns ein paar Linien, die setzen wir hier ein klein wenig enger. Ups, alle selektieren, Pfad vereinigen, also Steuerung und Plus. Dann machen wir uns wieder ein Duplikat und wieder ein Duplikat, noch ein Duplikat, noch ein Duplikat. Ich denke mal, das reicht. Dann selektieren wir alle. Ups. Selektieren wir wieder alle, Steuerung Plus, und vereinigen die zu einem Pfad. Dann machen wir uns von unserer Innenfläche ein Duplikat, setzen das hier so auf und dann skalieren wir einfach unsere Linien. Dann selektieren wir unsere Fläche mit und mit Steuerung und Sternchen bzw. über Pfad und Überschneidung machen wir daraus ein Objekt. Oh, Entschuldigung. So, dann geben wir dem Ganzen hier eine etwas dunklere Füllung und ein klein wenig Unschärfe, sagen wir mal 0,2, und dann setze ich hier einfach die Deckkraft herab. Und das war schon der ganze Budenzauber. Fertig ist unser Schloss. Wir können das Ganze natürlich auch mit geöffneten Bügel zeichnen. Ups, sollte man vielleicht vorher gruppieren. Machen wir es so, setzen wir das nach unten, indem wir hier einfach den Schlosskörper versetzen. Das Ganze lässt sich natürlich komplettieren mit einem Schatten, aber im Groben und Ganzen dürfte das Prinzip klar sein, und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.